Hallo Leute, hier ist Alpi. Machen wir wieder einen Livecast in Shogun 2 Total War. Gizmo ist immer noch am Hochskillen für diejenigen, die da mein letztes Video gesehen haben. Ja. Mittlerweile bin ich auf Level 9 mit dem guten Gizmo. Also mit meinem Zweitavatar, für diejenigen, die nicht wissen, wer Gizmo ist. Das ist Gizmo. Bullshark Pussycat Gizmo. Ihr seht, ich bin jetzt Level 9. Ja, hab auch schon. Ja, bin so langsam ein bisschen da, wo ich eigentlich hin möchte. Es fehlen mir immer noch ziemlich viele Clan-Marken, aber ich bin fleißig am Sammeln. Bin leider ausgeschieden aus dem VMS-Turnier mit Gizmo. Er war zu wenig stark, der Junge. Musste da in der ersten Runde gegen den Adalar von dem Clan USSR antreten. Oh, ist ein erfahrener Turnierspieler. Und ja, der war zu viel für Gizmo. Gizmo hat auf den Sack bekommen. Ich habe zwei Spiele gegen ihn gespielt, zweimal verloren. Waren aber knappe Spiele, aber trotzdem verloren. Naja, ich bin nicht irgendwie traurig oder so. Ich nehme das als Erfahrung mit, dass man vielleicht nicht unbedingt mit seinem Level 8 Zweit-Avatar, mit dem man irgendwie nur vier, drei oder vier gute Veteranen hat, in so ein Turnier starten sollte. Und vor allem nicht gegen einen Spieler wie Adalar. Aber was soll's. Naja. Turnier geht immer noch weiter übrigens. Mittlerweile, glaube ich, erste Runde ist jetzt fast durchgespielt vom VMS-Turnier. Ja, und ist ganz spannend. Also die Jungs, die spielen wirklich. Da wird gespielt. Finde ich super. Er hat, glaube ich, nicht so viele offene Spiele noch. Doch, ein paar hat es schon noch offen. Wie wir eigentlich leider bei jedem Turnier dann halt, wo man mal ein bisschen drücken muss, wo der Hunting Command dann vielleicht auch mal ein böses Wort über seine Lippen kommen lassen muss. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass die Disziplin eigentlich nicht schlecht ist in diesem Turnier. Und das will ja mal was heißen. Casts haben wir bisher noch nicht so viele gesehen aus dem Turnier. Ich hoffe, das kommt dann noch. Vielleicht können wir ja dann von den Spielen in Runde 3 oder Runde 4, wenn es dann so Richtung Halbfinale, Viertelfinale geht, das eine oder andere Replay. Carsten, Livestream hat es mittlerweile schon gegeben. Der gute Majutsu hat schon mal einen Livestream gemacht. Ja, Bambi glaube ich nicht. Ich mache keine Livestreams, insofern kommt von mir da relativ wenig. Ja, also Turnier läuft immer noch. Anmelden kann man sich nicht mehr, aber man kann sich sonst einfach damit, weiß auch nicht, dafür interessieren. Ich werde euch versuchen, so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ist mit dem Casten ein bisschen schwierig bei mir im Moment, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Deshalb nehme ich jetzt auch hier mal wieder live auf gegen meinen Gegner, gegen diesen Eternal. Ja. Vielleicht kurz zur Map. Tiefland, Werkstatt, Bogen-Dojo, Schwert-Dojo, ganz wichtige Dojos haben wir hier. Ja, ich denke, das läuft. Bogen-Dojo ist ganz gut für mich, weil ich habe Lunden. Werkstatt ist auch immer wichtig. Kann man immer gebrauchen. So, mal gespannt, was mein Gegner hier bringen wird. Hab, glaube ich, auch schon mal gegen. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den schon mal gespielt habe. Kann sein. Kann sein. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Der ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ich habe seine Statistik, habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Aber ja. So, ich glaube, ich bin soweit. Mein General, mal schauen, ob der. Jawohl, Nahkampf. Gut. Naja, legen wir los. Gut. Also. Zack und zack und zack und zack. So, Armee ist in Bewegung. Mal schauen, was mein Gegner hier bringt. Ui, der hat eine Riesenarmee. Viele eher tief geskillte Einheiten sehe ich hier. Naginata-Begleiter, Ashigaru, Yari-Kavallerie. Boah, ist ein Riesenblob. Vor allem, das ist eine Yari, der hat eine Yari-Ashigaru-Armee mit Kriegermönchen drin. Das ist nicht so eine schlechte Armee. Vielleicht jetzt in dem Sinn nicht so toll, weil er von den Skills her ein bisschen im Nachteil ist. Also er hat keine hochgeskillte, hochgezüchtete Armee, sage ich jetzt mal. Aber das muss man eigentlich auch nicht unbedingt haben.
Weil mit den Mönchen, das Mönche kombiniert mit Yari-Ashigaru ist eigentlich eine gute Kombination, weil man kann das mit Retainern entsprechend ziemlich gut pushen. Also da gibt es durchaus gute Möglichkeiten. Er hat nicht so eine starke Kavallerie, was ich hier sehe. Und das kann ich jetzt auch mal ausnutzen. Ich werde jetzt mal ein bisschen Harassment betreiben hier. Ich könnte eigentlich. Ja, ich denke, ich schicke meine Kavallerie hier. Zumindest mal größtenteils hier rüber. So, und die Feuercav lasse ich noch ein bisschen hier. Ja, jetzt kommt er schon. Muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass er mir nicht. Jetzt rennt er hier mitten rein. Oh, nein, 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 was machst du? Komm raus hier, Jen. So. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht den Anschluss verliere. Weil das wäre nicht so gut. So, zurück. Habe ich das Schwert Dojo? Jawohl, ich hab's. So. Ah ja. Kann ich hier seinen Gen erwischen, wenn ich Glück habe? Ja, die Nodachis, die halten hier schon was aus. Backside Charge in seine Armee. So. Versuch seinen General zu erwischen hier. Komm. Sollte gehen. Ah ja. Das Ding habe ich hier. Weil sein Gen, der ist eigentlich mehr oder weniger tot jetzt hier. Mal Banzai auslösen. So, schieß mir seinen General tot. GG. Habe ich dann noch meinen. Raus mit der Feuerkavallerie. Das ist nicht so gut hier. Wir können hier noch ein bisschen was töten gehen. Katanas auch töten gehen. Los. Kriegermönche könnten wir hier noch einsetzen. Habe ich überhaupt diese Yari-Ashigaru? Oh. Ah, doch, das sind die richtigen Yari-Ashigaru. Ja, was soll ich sagen? Nochmal einen Charge mit dem General. Bisschen sammeln drücken hier. So. Es ist doch knapper, als ich gedacht habe. Banzai! Boom. Darf einfach meinen Gen nicht verlieren jetzt hier. Aber das denke ich wird nicht passieren. Weil, ja, das Spiel ist vorbei. Gut. Und mal ein bisschen Nahaufnahme hier von all den blauen Leichen. Ja, es war ein bisschen ein Problem. Ich meine, er hatte eine riesengroße Armee, hat die aber so ziemlich in einem Blob gehalten und finde ich nicht so gut. Ich meine, wenn man so eine Yari-Ashigaru-Armee hat, eine Ashigaru-Armee, sollte man vielleicht nicht unbedingt sich einkesseln lassen von allen möglichen Seiten. Und der Charge durch den Fluss war jetzt auch nicht unbedingt das Schleuste. Aber, naja, war trotzdem ein gutes Spiel. Und mal schauen, was Gizmo jetzt davon profitieren kann. Dann bin ich gespannt, welche Einheiten von mir jetzt die meisten Kills gemacht haben. Vielleicht kriege ich wieder einen Yari-Ashigaru als Veteran. Das wäre natürlich cool.
Ja. Mal Übersicht machen. Ah ja, ich habe wieder einen gekriegt. Sehr schön. Also Bauern. Was auch nicht. Soll ich die... Ashigaru-Bauern. Ja, sehr kreativer Name, ich weiß. Mir fällt nichts Schleures ein. Ah, kein Gefolge bekommen und nix. Schade. Naja. Ah, mal kurz schauen. Was habe ich denn jetzt gekriegt hier? Die Katanas haben einen Erfahrungspunkt bekommen. Die kann ich dann später hochskillen. Die sind schon, aus der kann ich schon Level 6 machen jetzt. Nodachis sind schon Level 7, gut. Aber das brauche ich nicht unbedingt. So, aber wir haben wieder... Da habe ich auch 4 von diesen Block-Yari-Ashigaru-Bauern. Die skill ich auf Level 2 oder Level 1. Und nehme die dann einfach so als Stopper mit jeweils. Klappt ganz gut, finde ich. So, jetzt habe ich von denen 4. Jawohl, einer ist schon auf Level 2, wobei ich glaube, ich lasse die bei Level 1. Das reicht eigentlich, dann sind sie ein bisschen effektiver in der Verteidigung. Ja. Ja, das war's. Kleines Live-Match zur Abwechslung zwischendurch. Und ja, bis bald. Tschüss.